Ja, normalerweise, da duellieren sich die Politiker ja im Nationalrat oder in TV-Studios. Doch am Dienstag in der BSFC Südstadt, da war alles anders, denn der FC-Nationalrat, der trifft auf den FC-Außenamt. Also die Politiker, die duellieren sich auf dem Fußballplatz. Wir haben den Politikern einmal ganz genau auf die Fußballschuhe geschaut. Es ist so, dass sich der FC-Nationalrat auf das 51. Parlamentarierturnier vorbereitet. Das findet vom 9. bis zum 12. Mai in Bern statt. Insgesamt nehmen 4 Nationen teil. Finnland, Schweiz, Deutschland und eben Österreich. Jedes Jahr findet das Turnier woanders statt. Letztes Jahr war Österreich Gastgeber des Turniers und in diesem Jahr, da geht es eben nach Bern in die Schweiz und am Dienstag dort eben das letzte Testspiel des FC-Nationalrats stattgefunden. Andreas Hanger, Sie sind ja Kapitän des FC-Nationalrats. Ist der Fußball eine willkommene Abwechslung zum politischen Alltag? Absolut, ja. Ich meine, ich komme jetzt zwar leider schon in ein Alter, wo das von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Ich bin jetzt schon auch deutlich über 50. Aber ja, frische Luft, Kopf frei bekommen, total wichtige Geschichte. Wie ich dann, das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, ins Parlament gewählt worden bin, habe ich gehört, dieses Projekt gibt's und habe mir dann natürlich gleich angemeldet und bin jetzt schon seit 10 Jahren dabei. Ja, also aktuell bin ich der Ehrenkapitän. Ich war ja 17 Jahre lang Mitglied des Teams und seit 2019 bin ich quasi in der Politpension und ich betreue halt die Mannschaft, nicht coachen, ich bin kein Coach, aber ich mache halt das rundherum und den Wechselcoach mache ich schon, weil manche merken noch gar nicht, dass sie sich schon auf die Zunge steigen. Die muss man dann erinnern daran, dass es eh noch Wechselspieler gibt und die hole ich halt dann raus und da folgen sie mir und das ist das Wichtigste. Ist der FC-Nationalrat und ist der Fußball insgesamt auch eine Möglichkeit, um abseits des politischen Geschehens auch ein wenig abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen? Ja, natürlich. Es ist ja so, dass wir uns natürlich im Parlament des Öfteren sozusagen in die Pfanne hauen. Ja, da gibt es eine gewisse Rivalität, aber hier ist es schön zusammenzukommen und da haben alle dasselbe Ziel, nämlich dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Und so sollte es eigentlich insgesamt sein für Österreich. Naja, das ist ja so ein Bild. Ich glaube, wir werden in der Öffentlichkeit ja manchmal nur so wahrgenommen, dass ausschließlich gestritten wird im Parlament. Das stimmt zum einen auch nicht. Es gibt auch hin zu den anderen Fraktionen auch immer gute Gespräche, gute Gesprächsbasis. Aber ja, mit dem Fußball, übrigens am Feld wird auch gestritten, passiert auch. Aber nach 90 Minuten, hoffentlich mit einem Erfolg, geht man dann in die Kabine und man stärkt das stärkt den Teamgeist. Und das halte ich in Zeiten wie diesen für unglaublich wichtig. Im Mai findet ja das 51. Parlamentarier-Turnier statt in der Schweiz. Wie gut sieht man sich gerüstet und was sind dann die Erwartungshaltungen? Na, werden wir schauen, wie das Trainingsspiel heute läuft. Ja, die Vorbereitungen waren jetzt, sage ich mal, durchwachsen. Mal schauen, wie es mit der Kondition ausschaut. Auch da habe ich meine Bedenken. Aber ja, bei diesem Turnier, sage ich mal, geht es natürlich um Fußball und jeder will gewinnen. Aber viel mehr steht natürlich im Vordergrund. Der Austausch zwischen den 4 Nationen. Und was für mich als Kapitän total wichtig ist, auch im österreichischen, im FC-Nationalrat sind alle Fraktionen, alle Parlamentsparteien vertreten. Also wir haben die letzten Jahre nicht so schlecht abgeschnitten. Die Finnen waren im Vorjahr kaum zu schlagen, wir waren aber knapp dran. Also bei 4 Mannschaften ein Platz im Mittelfeld ist vielleicht ein bisschen tief gestapelt, aber ein gutes Turnier und verletzungsfrei nach Hause kommen. Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt, dass wir ordentlich aufwärmen, weil das sind nicht mehr die jüngsten Herren. Und wenn es ein wenig frischer ist, ist Aufwärmen das Allerwichtigste. Und da werde ich ein wenig darauf achten, dass da jeder sein Bestes gibt. Fußball verbindet. Das ist ein Zeichen, das wir mit dem FC-Nationalrat senden wollen. Wir spielen alle gemeinsam für Österreich. Wir spielen alle gemeinsam auf ein Tor. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen.